Hilfe, meine Website wird nicht gefunden in Google. Was kann man dann tun? Wenn du merkst, dass deine Website nicht richtig gefunden wird in Google, wenn du unzufrieden bist oder irgendwie das Gefühl hast, das wird nicht von den richtigen Menschen gefunden oder überhaupt nicht gefunden, vor allem dann haben wir jetzt hier eine Checkliste in diesem Video mit einigen Punkten, die du tun kannst, sehr simpel, um zu überprüfen, ob da was nicht stimmt, technisch mit deiner Website, ob du etwas ändern musst, ob du etwas einreichen musst bei Google und so weiter. Okay, beginnen wir mit dem ersten Punkt. Der erste Test, den du machen solltest, ist in Google selbst den Site-Test. Dazu gibst du ein bei Google Site und dann deine Domain, also bei uns convertible.ch. Enter. Und jetzt sehen wir hier, convertible.ch ist hier die Startseite, Blog, Artikel sind drin. Das heißt, unsere Seite ist grundsätzlich mal in Google drin. Okay? Das heißt aber noch nicht, dass du oder wir jetzt in diesem Fall viele Besucher haben über Google. Wenn da gar nichts auftaucht, dann gibt es noch eine Einstellung, die du überprüfen kannst, und zwar hier oben rechts bei den Einstellungen, Zahnrad, da Safe Search, heißt das in Englisch, oder da in Deutsch ein bisschen grusig, sexuell explizite Ergebnisse ausblenden. Da musst du vielleicht mal testen, ob bei Ein- oder Ausblenden von dieser Funktion etwas auftaucht oder nicht. Kannst du beides testen. Grund dafür ist, dass diese Funktion natürlich nicht unbedingt für deine Seite greifen sollte, aber nicht 100% richtig funktioniert in jedem Fall. Okay. Dritter Punkt. Wenn das da auftaucht, alles, dann ist wichtig, und wir reden immer wieder darüber in unseren Tipps, Videotipps, also abonniere diesen Kanal, Google Search Console. Das beste Werkzeug für dich, für deine Sichtbarkeit in Google, das erst noch kostenlos ist und erst noch direkte Daten von Google selbst beinhaltet. Also Google Search Console anschauen. Das ist Google Search Console, die Leistungskurve kann man auch einschalten. Normalerweise ist das auf 28 Tage eingestellt oder sogar 3 Monate. Und wenn da die Kurve gar nicht ausschlägt oder wenn hier Fehlermeldungen angezeigt werden, Warnungen angezeigt werden, dann stimmt etwas nicht mit der Konfiguration von deiner Website, und mit diesem Tool kannst du dem auf den Grund gehen. Etwas, das du hier anschauen kannst, ist links im Menü Sicherheit und manuelle Maßnahmen. Da reinklicken und schauen, ob hier Probleme erkannt werden oder auch bei Sicherheitsprobleme. Wenn da beides grün ist, gut für dich. Wenn nicht, dann musst du diese Probleme angehen. Wenn du Google Search Console zum ersten Mal verwendest oder noch nie verwendet hast, dann musst du beim ersten Einstieg ein paar Dinge konfigurieren, damit das wirklich weiß, dass du Besitzer oder Besitzerin bist von dieser Website. Du musst da 2, 3 Kniffs tun. Dazu habe ich ein anderes Video auf diesem Kanal. Es lohnt sich also, diesen Kanal zu abonnieren mit solchen Tipps. Kommen wir direkt zum nächsten Tipp. Der nächste Tipp ist wichtig, und das ist genau, abonniere diesen Kanal. Jetzt gleich unten auf Abonnieren klicken und auch das Glöckli klicken, damit du wirklich informiert wirst bei den nächsten Tipps.
Nächster Punkt, da sind wir aber schon recht weit. Jetzt hättest du schon herausgefunden in der Regel, weshalb deine Seite gar nicht auftaucht. Dann gibt es aber immer noch die Situation, dass deine Website auftaucht, richtig konfiguriert ist, aber halt eben so weit hinten in den Suchresultaten auftaucht, damit niemand jemals klickt. Weil wenn du erst auf Seite 7 erscheinst in Google, dann klickt ja niemand. Das geht dir und mir ja auch so. Das kann verschiedene Gründe haben. Das schauen wir auch an, zum Beispiel bei unserem Content-Marketing-Kurs. Aber schlussendlich geht es darum, was ist das Ziel von Google? Ziel von Google ist es, die besten Inhalte zu oberst zu platzieren. Das heißt, wenn du nicht zu oberst erscheinst, dann hast du aus Sicht von Google nicht die hilfreichsten Inhalte erstellt für dein Themengebiet, für die Suchenden. Okay? Es kann aber auch sein, dass die Struktur deiner Website nicht optimal ist und von Google nicht richtig gelesen werden kann. Und dazu kann es helfen, eine sogenannte Sitemap einzurichten. Da bei Sitemaps kannst du dann eine Sitemap einreichen. In der Regel, wenn du WordPress hast, dann kannst du das Plugin SEO by Yoast installieren und dann hast du fast automatisch eine Sitemap und erhältst einen Link zu dieser Sitemap, den du hier eingeben kannst und senden klicken kannst. Und dann gibst du mehr Daten an Google, damit Google die Struktur deiner Website besser erkennen kann. Ein weiterer Punkt, den du checken kannst, ist deine Website überhaupt freigegeben für Suchmaschinen? Vielleicht war deine Website zuerst in einer Testumgebung, man hat alles eingerichtet und dann live geschalten und vergessen, die Website auch für Suchmaschinen freizuschalten. Das ist etwas, das du überprüfen kannst in den Einstellungen von deinem Website-System. Da gibt es in der Regel eine Checkbox, die du klicken kannst. Soll die Website für Suchmaschinen sichtbar sein oder nicht? Und wenn die natürlich nicht angekreuzt ist, dann indexieren die Suchmaschinen deine Website nicht. Wenn das aber auch so ist und eigentlich alles richtig aussieht, dann kannst du auch bestimmte Links, zum Beispiel zu einzelnen Blogartikeln, hier oben in diesem Feld eingeben und Google zeigt dir dann direkt, manchmal geht es ein paar Sekunden, entweder grün an, URL ist auf Google, das ist jetzt ein bestimmter Blogartikel von uns, oder grau, URL ist noch nicht auf Google und vielleicht merkst du, dass all deine Inhalte hier grau sind und dann kannst du hier klicken, Indexierung beantragen, dann dauert es eine Weile, bis Google vorbeikommt und deine Inhalte liest und du dann in Google erscheinst mit diesen einzelnen Artikeln. Das heißt aber, dass du hier wahrscheinlich mehrere Links nacheinander eingeben musst. Ich würde zuerst da mit Sitemaps versuchen. Das sind so die ersten Punkte, die du machen musst, um sicherzustellen, dass deine Website in Google gefunden werden kann. Dann gibt es natürlich nachher noch die ganze Optimierungsgeschichte, wenn das technische Fundament steht, Suchmaschinenoptimierung, Content Marketing, dazu mehr in anderen Videos oder auch in unserem Content Camp. Da lernst du wirklich die Inhalte so zu erstellen, damit du besser gefunden wirst, damit deine Sichtbarkeit steigt, damit du mehr Besuchende gewinnst für deine Website, daraus mehr Leads und daraus mehr Kundinnen und Kunden. Wenn dir solche Videos gefallen, gib mir einen Daumen hoch, abonniere diesen Kanal, weil mich das freut und ich im Rennen bin um 1000 Abonnenten und why not? See you in the next video. Mein Name ist Sam Steiner. Bye bye.